Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, QSL-Gesetz 203718 zu 202786. Berichterstattung hat der Kollege Hofmeister. Ich möchte Ihnen vorschlagen, dass der Kollege Hofmeister dann auch nahtlos seinen Redebeitrag macht. Wir haben uns mittlerweile verständigt darauf, dass anstatt 7,5 5 Minuten gesprochen werden können. Bitte schön, Herr Kollege. Herzlichen Dank. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst zum, ich sage jetzt kurz, QSL-Gesetz sowie zur Verlängerung der Geltungsdauer des TOD-Gesetzes. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 20/3697 in zweiter Lesung anzunehmen. Dies erfolgte bei Zustimmung von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, bei Stimmenthaltung von SPD, AfD, Freien Demokraten und DIE LINKE. Dann habe ich das Wort. Bitte. Gut. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unser vorliegender Gesetzentwurf wurde mit der ersten Lesung Ende Mai, einer ausführlichen Anhörung Ende August sowie einer noch einmal umfangreichen Beratung im Ausschuss sehr intensiv diskutiert. Und es hat sich wieder einmal gezeigt, dass Gesetze selten den Landtag so verlassen, wie sie eingebracht werden. Der im letzten Ausschuss abgestimmte Änderungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bildet aus unserer Sicht die wichtigsten Anregungen der Anzuhörenden ab und fasst die Formulierungen so, dass es nicht zu Missverständnissen kommt. Wir sind der festen Überzeugung, dass dieses Gesetz in Verbindung mit dem ab 2021 geltenden Hochschulpakt die Qualität von Studium und Lehre an unseren Hochschulen weiter stärkt. Und dies haben wir auch als klares Ziel in unserem Koalitionsvertrag festgehalten und liefern dazu nun auch eben einen weiteren Baustein. Werte Damen und Herren, während der ersten Lesung wurde von Rednerinnen und Rednern der Opposition ein Stück weit, ich nenne es mal, Vergangenheitsbewältigung betrieben und gleichzeitig versucht, die Regelungen des vorliegenden Gesetzes etwa in Hinsicht auf die studentische Mitbestimmung kleinzureden oder auch Zweifel an den Motiven des Gesetzentwurfs zu säen. Sei an der Stelle geschenkt. Ich darf aber für die CDU-Landtagsfraktion und für die Koalition feststellen, dass wir mit der Verabschiedung des vorliegenden Gesetzes unsere Hochschulen insgesamt und dies gerade auch im Sinne der Studierenden zukunftsgerichtet unterstützen. Denn Sie dürfen nicht vergessen, die Überführung der Leistungen nach dem QSL-Gesetz in die Grundfinanzierung wird die Qualität in der Lehre stärken und auch den Bewirtschaftungsaufwand für die einzelnen Hochschulen reduzieren. Und gleichzeitig wollen wir ja sicherstellen, dass die Studierenden in die weitere Verbesserung der Studienbedingungen eingebunden werden. Und das wird in diesem Gesetzentwurf abgebildet und dazu dann in der Diskussion um die HAG-Novelle im kommenden Jahr. Und wir haben mit den noch vorgenommenen Änderungen am Gesetzentwurf im Sinne eines Interessenausgleichs zwischen den verschiedenen Akteuren unserer Hochschulen sowie unter Berücksichtigung der Verantwortlichkeiten noch Konkretisierungen eingebracht, die dieses Gesetz dann passend machen, sodass wir es dann auch ins HAG überführen können. Wir erhöhen insgesamt mit diesem Gesetz die Verlässlichkeit und Planbarkeit für gute Studienbedingungen, eine gute Lehre sowie innovative, interdisziplinäre oder studentische Projekte. Und, meine Damen und Herren, das QSL-Gesetz muss dabei immer in Verbindung mit dem Anfang März geeinten Hessischen Hochschulpakt für die Jahre 2021 bis 2025 sowie der anstehenden Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes gesehen werden. Es ist ein Gesamtwerk, das sich auch im bundesweiten Vergleich mehr als sehen lassen kann, schon durch die im Hochschulpakt vereinbarte Erhöhung der Grundfinanzierung um sage und schreibe 4% pro Jahr. Das ist ein deutliches Zeichen an unsere Hochschulen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Innovationsleistungen unserer Hochschulen sind für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt Hessens von herausragender Bedeutung. Und ebenso wollen wir unsere Hochschulen als Orte des Austausches, der Persönlichkeitsbildung und des kritischen Diskurses weiter ausbauen. Und daher bleibt für uns die Förderung des hessischen Wissenschafts- und Forschungsstandortes auch in Zeiten der Corona-Pandemie klar im Fokus. Und dabei gilt, wie so häufig im Leben, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht und sinnvolle Arbeitsschritte erfolgen müssen. Das QSL-Gesetz und die Verlängerung der Geltungsdauer des TOD-Gesetzes ist ein solcher Schritt, weshalb ich abschließend nochmals um Zustimmung werben darf. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche einen schönen Abend und schenke uns zumindest noch eine Minute. Schönen Abend.
Ja, vielen Dank, Herr Hofmeister. Das ist sehr großzügig. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Grobe für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die in meiner Plenarrede zur ersten Lesung des Gesetzentwurfs vorgebrachten Kritikpunkte werden durch die beiden Änderungsanträge der Regierungskoalition und der Fraktion der FDP nicht ausgeräumt. Sicherlich sollen jetzt nicht mehr auf zentraler und dezentraler Ebene jeweils mindestens 10%, das heißt insgesamt mindestens 20% der zweckgebundenen Mittel für innovative, interdisziplinäre und studentische Projekte zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre verwandt werden, sondern insgesamt nur noch mindestens 10%. Doch bietet das Unbestimmte mindestens dieselben Möglichkeiten, den Prozentsatz weit über die 10% hinaus zu erhöhen. Letztlich handelt es sich bei den beiden Änderungsanträgen nur um einen Taschenspielertrick, um den ursprünglichen Gesetzentwurf aufzuhübschen. Hinzu kommt, dass diese Gelder sicherlich auch weiterhin für politisch einseitige und das heißt für linksgrüne Projekte verwendet werden können. Mittel, die dann zwangsläufig für wirklich sinnvolle Projekte fehlen. Wenn man dann noch bedenkt, dass es in Hessen eine generell geringe Wahlbeteiligung bei der Besetzung der studentischen Gremien gibt, stellt sich die Frage nach der Legitimation der paritätischen Besetzung der Studienkommission. Da der größte Teil der Studentenschaft scheinbar von den studentischen Gremien nichts hält, wäre es sinnvoller, diesen die vorgesehenen Mittel zu kürzen und diese entsprechend in die Forschung und Lehre zu investieren. Sehr geehrte Abgeordnete, auch wenn der Änderungsantrag der Regierungskoalition etwas differenzierter ausgestaltet ist als der von der FDP, ist dieser dennoch gewöhnungsbedürftig. Denn die Vergabe von Mitteln soll auch für befristete Projekte verstetigt werden. Positiv zu bewerten ist, dass bei Unstimmigkeiten zwischen Präsidium und Studienkommission nicht mehr der Senat, sondern das Präsidium abschließend entscheidet. Dies ist nicht nur der Wunsch vieler Präsidien, sondern leistet auch einen Beitrag, die Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Lassen Sie mich nun zu etwas Grundsätzlichem kommen. In nicht wenigen Stellungnahmen der angehörten Personen wurden mehr als 92 Millionen Euro gefordert, denn die 92 Millionen entsprechen dem Stand von 2008. Gleichzeitig wurde Kritik an der immer schlechter werdenden Betreuungsrelation geäußert und fast einhellig mindestens 3.000 zusätzlich Vollzeitstellen gefordert. Und ja, es stimmt, dass von 2008 bis heute die Studentenzahlen von ca. 171.000 auf über 264.000 gestiegen sind, der Betreuungsschlüssel aber nicht gleichermaßen angepasst wurde. Wir sollten dabei aber die aktuelle Wirtschaftslage nicht außer Acht lassen. Ich frage Sie, ist es überhaupt sozial gerecht, in der jetzigen Zeit noch mehr Geld zu verlangen, zumal es in fast allen deutschen Parlamenten Nachtragshaushalte hagelt? Können wir es uns erlauben, obwohl Deutschland noch nicht einmal den ersten Corona-Lockdown richtig hinter sich hat und der zweite Corona-Lockdown sich angeblich steigender Infektionszahlen bereits ankündigt? Sind die Forderungen auch aus der Studentenvertretung richtig, zumal hessische Asten immer wieder durch schlechte Haushaltsführung und sogar wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung auffallen? Darüber sollten wir einmal nachdenken. Wäre es nicht besser, den Gürtel vielleicht etwas enger zu schnallen? Stünde es unserer Industrienation nicht gut an, wenn sie sich wieder auf ihre Stärken konzentrieren würde? Das heißt, die eigenen Fachkräfte, Diplomingenieure, Ärzte und Wissenschaftler auszubilden, anstatt sich mit einem soziologisch-gesellschaftlichen Experimentalunsinn wie Gender Studies zu beschäftigen. Wäre es nicht kostensparend, endlich wieder sinnvolle Zugangsbeschränkungen zum Studium wie ein Numerus Clausus einzuführen, um sicherzustellen, dass eben wirklich nur diejenigen ein Studium beginnen, die es auch erfolgreich abschließen können, im Idealfall sogar noch innerhalb der Regelstudienzeit? Wobei das ja keine Voraussetzung für eine politische Karriere ist, wie man in den Lebensläufen etlicher hier anwesenden Vertreter der Kartellparteien sehen kann. Durch eben diese Zugangsbeschränkungen könnte zugleich das Betreuungsverhältnis verbessert werden, und das ganz ohne die Schaffung von 3.000 neuen Stellen, was wiederum auch Geld sparen würde. Wäre es nicht sinnvoller, für ein Studium ungeeignete Kandidaten zu einer Ausbildung im Handwerk zu motivieren? Dort würden Sie nach 3 Jahren Lehre sicher besser verdienen als nach 20 Semestern Soziologie ohne Abschluss und der nachfolgenden Karriere als Taxifahrer. Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Es bleibt zu hoffen, dass die in Aussicht gestellte Novellierung des Hochschulgesetzes dazu beiträgt, vorhandene strukturelle Mängel zu verringern.
Das QSL-Gesetz und die beiden vorliegenden Änderungsanträge sind insgesamt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Sie lösen keines der drängenden Probleme der Hochschulen. Letztlich müssen wir konstatieren, dass gute Lehre und Studienbedingungen sich bei der Auswahl geeigneter Studenten und einem auskömmlichen Grundfinanzierung der Hochschulen von selbst einstellen. Zudem ist eine Fixierung auf in irgendwelche Projektmittel sowie Debatten über Besetzungsschlüssel irgendwelcher Hochschulgremien mit Studenten und Angehörigen anderer Klientelgruppen im Kern wissenschaftsfremd und daher perspektivisch zurückzudrängen. Wir bleiben dabei, der Verlängerung des TUD-Gesetzes stimmen wir zu. Da dieses mit dem QSL verknüpft ist, werden wir uns bei diesem Gesetzentwurf enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Grobe. Nächste Rednerin für die Fraktion der Sozialdemokraten ist die Kollegin Dr. Sommer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Novellierung des Gesetzes zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehrer an hessischen Hochschulen war überfällig. Und eine kontinuierliche und konsequente Verbesserung der Studienbedingungen sowie der Qualität der Lehre gehört auch zu den wichtigsten hochschulpolitischen Aufgaben und Zielen. Ich glaube, das eint uns auch hier. Dabei sind die QSL-Mittel ein wichtiges Instrument. Sie hängen unmittelbar mit der Verbesserung der Studienfähigkeit, aber auch mit den Betreuungsrelationen zusammen. Und dass diese Mittel jetzt nach 12 Jahren endlich dynamisiert werden und dass es eine jährliche Steigerung von 4% der Grundfinanzierung geben wird, ist positiv und war auch dringend notwendig, meine Damen und Herren. Die Anhörung hat jedoch gezeigt, dass gerade die studentische Mitbestimmung ein Streitpunkt ist. Durch den Gesetzentwurf sind die deutlichen Differenzen zwischen der Studierendenschaft und auch den Präsidien noch einmal vertieft worden, weil das Land sich auch mit dem Änderungsantrag jetzt eher auf die Seite der Präsidien geschlagen hat und die berechtigten Interessen der Studierenden weniger berücksichtigt hat. Und der Antrag der Freien Demokraten tut dies im Übrigen auch. Uns kommt da die Mitsprache der Studierenden, meine Damen und Herren, einfach zu kurz. Denn für uns sollte es eigentlich darum gehen, mit beiden Seiten zu sprechen und nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg Fakten zu schaffen. Und deswegen möchte ich noch einmal explizit auch auf die studentische Mitbestimmung eingehen. Nach unserer Auffassung ist eine echte studentische Mitbestimmung noch zu wenig in diesem Gesetz verankert worden. Ich will das auch noch einmal begründen. Die studentische Mitbestimmung ist jetzt bei Meinungsverschiedenheiten bzw. bei Nichteinigung ausgeschlossen. Und das Präsidium kann die Entscheidung alleine treffen. Das zeigt eben, dass die studentische Mitsprache die schwarz-grüne Koalition herzlich wenig interessiert. Das finden wir sehr schade. Die Formulierung in Ihrem Antrag ist in unseren und auch in den Augen der Studis nur eine Pseudo-Mitbestimmung, meine Damen und Herren. Und es bleibt auch dabei, dass wir kritisieren, dass Sie ein Schnellverfahren gewählt haben. Und Herr Hofmeister, Sie haben es ja selbst gesagt, das Gesetz ist mit dem Hochschulgesetz zu sehen. Sie haben gesagt, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Aber Sie haben hier das Schnellverfahren gewählt. Sie haben kein Regierungsgesetz gemacht, sondern ein Fraktionsgesetz. Sie haben den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht, denn die geplante Änderung des Hochschulgesetzes steht ja noch bevor. Und man hätte zunächst die Grundlagen im Hochschulgesetz mit der Definition der Studienkommission schaffen müssen, bevor Sie dieses Gesetz auf den Weg bringen. Das haben auch die Anzuhörenden so in der Anhörung bestätigt, meine Damen und Herren.
Und auch heute kann ich es Ihnen nicht ersparen, denn die QSL-Mittel hängen unmittelbar mit der Verbesserung der Studienfähigkeit und der Betreuungsrelation zusammen. Und Hessen hat eben im bundesweiten Vergleich mit deutlichem Abstand seit Langem das zweitschlechteste Betreuungsverhältnis. Daran muss sich endlich etwas ändern, meine Damen und Herren. Die jetzt angestrebte Betreuungsrelation von 1:62 ist zwar besser als der Status quo, aber absolut kein Grund, sich hier zu rühmen. Auch die Betreuungsrelationen korrelieren nur einmal mit der Qualität der Lehre. Und hier haben Sie Ihre Hausaufgaben eben noch nicht gemacht, meine Damen und Herren. Und in Anbetracht der Zeit will ich es bei diesen Punkten belassen. Zu wenig Mitbestimmung. Die Studienkommission wird erst mit dem Hochschulgesetz verabschiedet. Und die schlechten Betreuungsrelationen, da muss sich etwas ändern. Und in diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und schöne Herbstferien. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Büger für die Fraktion Die Freien Demokraten. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, man kann ja das Richtige wollen und es trotzdem falsch machen. Und dieses Gesetz oder besser gesagt dieser Gesetzentwurf der Koalition, der ist für mich ein Paradebeispiel dafür. Warum ein Paradebeispiel dafür? Natürlich ist es längst überfällig, dass wir die QSL-Mittel in die normalen Hochschulhaushalte integrieren. Es ist längst überfällig, dass sie dynamisiert werden. Und es ist auch längst überfällig, die, sagen wir, von allen anderen Regeln abweichende Sonderregeln dort herauszunehmen. Aber bereits das Verfahren, was wir an dieser Stelle nehmen, und Frau Dr. Sommer hat es völlig richtig erwähnt in ihrem Beitrag, bereits dieses Verfahren ist überhaupt nicht sauber. Bevor nämlich das QSL-Gesetz geändert worden ist, also wo es genau um diese 92 Millionen Euro geht, hat bereits das HMWK, hat Staatsministerin Dorn mit den Universitätspräsidentinnen und Präsidenten und denen der Hochschulen verhandelt und hat im Prinzip diese Gelder bereits hineinverhandelt. Oder sagen wir andersrum, sie hat den Hochschulpräsidien bereits Aufgaben abverhandelt für dieses Geld, was sie ihnen noch gar nicht an der Stelle gegeben hat und wo sie noch gar keine Verfügungsmacht darüber hatte. Hochsonderbares Verfahren. Und aus diesem Grund muss jetzt natürlich hoppla hopp, sozusagen schnell per Fraktionsgesetz, das hinterhergeschoben werden, weil es sonst auf dem normalen Wege zu kurz dauert. Und bei einer Anhörung, die hat man ja auch normalerweise, wir hatten das heute auch schon mehrfach, damit man etwas daraus lernt und damit man entsprechend klüger herausgeht. Und ich zitiere jetzt einmal aus dem Schreiben der Konferenz der hessischen Universitätspräsidien, die von den Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben es ähnlich gemacht. Nur zwei Sätze raus zitiert. Die Hochschulen sind bei der Unterzeichnung des Hochschulpakts davon ausgegangen, dass sie für die Umsetzung dieser im Pakt vereinbarten Ziele über die im Grundbudget integrierten QSL-Mittel weitestgehend eigenständig verfügen können. Eine Verwirklichung der Ziele, nämlich aus dem Hochschulpakt, würde durch die derzeitige Regelung im Gesetzentwurf, Ihren Gesetzentwurf, infrage gestellt. Das steht drin. Und dann frage ich mich, warum ignorieren Sie das einfach und sagen, das ist ein guter, Herr Hofmann, das ist ein guter Interessenausgleich. Da sind Menschen dabei, wie z. B. Frau Prof. Wolf, die war einmal für eine CDU-Regierung Staatsministerin. Da sind Menschen dabei, wie Herr Prof. Mukaci, den ich sehr schätze, Herr Reimann von der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und da sagt z. B. auch noch Herr Mukaci zum Thema Entscheidungskompetenz, man kann nicht die Präsidien einerseits für Hochschulen verantwortlich machen, dann aber die Entscheidungskompetenz fragmentieren, ihnen also die Entscheidungskompetenz wegnehmen. Das ist ein grundsätzliches Problem der Hochschulautonomie, was ich hier aufmache. Und was wir deswegen gemacht haben, ist, wir haben einen Kompromiss versucht. Wir haben das, was alle Universitätspräsidien uns mitgegeben haben als Kompromiss, nämlich geht doch einmal davon, in jedem Fall 20% festzulegen. Darauf legt man nur 10% fest, und wir versuchen, selbst das mehr zu machen. Das genau in unseren Änderungsantrag zu schreiben, und dann merken wir, dass Sie sagen, da gehen wir doch einfach drüber hinweg. Und der Interessenausgleich, den wir dort haben, der ist doch überhaupt nicht da. Und
Frau Dr. Sommer hat recht, es wird die Gräben ja vertieft. Es gibt nämlich auch gar kein Konzept für studentische Beteiligung. Es werden die 20% zwar rausgelöst, und die tun den Präsidien weh, aber die studentischen Vertreter, die sehen natürlich davor die 100% und sehen, dass sie sozusagen auf 80% es entsprechend verlieren. Und da gibt es nur den Hinweis, na ja, wir werden ja irgendwann im nächsten Jahr das Hochschulgesetz ändern, und da tun wir ja Dinge rein. Dann frage ich mich, warum zäumen Sie hier das Pferd von hinten auf? Dann ändern Sie doch erst das Hochschulgesetz, danach die QSL-Mittel und danach hätten Sie den Hochschulpakt verhandelt. Genau umgedreht. Ist genau falsch. Mit der Folge, dass im Übrigen alle unzufrieden sind, auch alle Hochschulgruppen unzufrieden sind. Ah, nein, Entschuldigung, nicht alle unzufrieden. Es gab genau einen, der das Gesetz gelobt hat. Wissen Sie, wer das war? Die grünen Hochschulgruppen. Die einzigen, die einzigen. Ein Narr, wer Böses dabei denkt. Was wäre nötig gewesen? Eine komplette Einbeziehung in den Hochschulpakt, eine komplette Verantwortung der Präsidien und eine komplette Mitbestimmung der Studierenden. Und all das wäre möglich gewesen. Und natürlich, und wenn Sie dann sagen, zusätzliche Mittel hier rein, die 92 Millionen werden einfach rübergenommen, kein einziger Cent ist zusätzlich, und die Probleme, die es richtig hieß, in der Betreuungsquote und Ähnliches, die sind entsprechend da. Das bedeutet, dieses QSL-Gesetz ist Stückwerk, und es hat Schwächen. Und, Herr Präsident, ich komme zum Ende. Ich glaube, man kann wirklich hier einsehen. Man kann auch etwas grundsätzlich Richtiges handwerklich so richtig schlecht machen. Und deswegen, Herr Wagner, Sie haben heute von, wenn Sie mal zuhören an der Stelle, von Format gesprochen. Wenn Sie hier das entsprechende Format hätten, dann würde ich sagen, überarbeiten Sie das doch noch einmal. Bringen Sie mal einen neuen Entwurf rein. Lesen Sie mal das, was die gesamten Universitätspräsidien Ihnen an dieser Stelle mitnehmen, und geben Sie es rein und geben Sie uns einen besseren Entwurf als das, was Sie uns hier vorlegen. Vielen Dank. Danke schön, Herr Dr. Büger. Nächste Rednerin ist die Kollegin Eisenhardt für die Fraktion Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit der Novelle des QSL-Gesetzes wollen wir im Sinne des Hochschulpaktes mehr Planungssicherheit für die Hochschulen schaffen. Wir haben im Hochschulpakt die Finanzierung auf ein breites, sicheres Fundament gestellt, und die QSL-Mittel sollen nun Teil davon werden. Damit machen wir klar, Qualität in der Lehre ist eine Daueraufgabe. Und Herr Büger, damit erklärt sich auch, warum dieses Gesetz jetzt eingebracht wurde und eben nicht erst mit der Novellierung des HHGs. Denn der Hessische Hochschulpakt, der neue, tritt zum 01.01.2021 in Kraft. Und wenn dann die QSL-Mittel Teil davon werden sollen, ist eben jetzt nötig, das QSL-Gesetz zum jetzigen Zeitpunkt zu novellieren. Gleichzeitig erhalten wir die Innovationskraft, die die QSL-Mittel in die Lehre gebracht haben. Für Studium und Lehre reservierte Mittel haben dazu geführt, dass die Hochschulen Aufgaben wie die Digitalisierung der Lehre voranbringen konnten, aber auch die Begleitung und Unterstützung einer immer diverser werdenden Studierendenschaft leisten können. Dafür sind die Mittel gedacht, und deshalb werden sie auch weiterhin in voller Höhe an diesen Zweck gebunden sein. Wer sich den Gesetzentwurf nämlich genau anschaut, sieht, dass sich an der Zweckbindung der QSL-Mittel nichts ändert, Herr Büger. Zwischen dem Bedarf an verlässlicher Planung für langfristige Programme auf der einen Seite und dem Bedarf an Projektmitteln für Innovation auf der anderen Seite schaffen wir mit diesem Gesetz einen Ausgleich. In der Anhörung hat sich dieses ein Konflikt zwischen den Interessen von Studierenden und den Interessen von Hochschulleitungen dargestellt. In den Zielen aber, in Planbarkeit, Qualität in der Lehre als Daueraufgabe und mehr unbefristeten Stellen, sind sich nach meinem Eindruck Studierende und Hochschulleitungen sowie die demokratischen Parteien dieses Hauses auch einig. Wir müssen aber feststellen, dass es für die Erreichung dieser Ziele eine Überführung in dauerhafte Programme braucht. Es geht eben nicht, dass regelmäßig neu entschieden wird. Die Beteiligung aller Statusgruppen erfolgt dabei bei dieser Überführung, wie im HHG vorgesehen, über die Beratung und Stellungnahmen des Senats zum Budgetplan der Hochschule. Die studentische Mitbestimmung ist uns dabei nicht egal, im Gegenteil.
Die positiven Erfahrungsberichte aus den QSL-Kommissionen seitens der Studierenden, aber auch seitens der Hochschulleitungen bleiben nicht unberücksichtigt. Wir werden sie bei der Novelle des HHG berücksichtigen, wenn wir weitere Kompetenzen der dezentralen Studienkommission beraten. Hier wollen wir die Partizipation der Studierenden weiter stärken, denn sie sind die Expertinnen, wenn es um die Qualität von Studium und Lehre geht. Bereits in der Vergangenheit war es möglich, dass aus QSL-Mitteln bis zu 50% dauerhafte Projekte und damit auch Dauerstellen geschaffen werden. Dies wurde von den Hochschulen jedoch nur unterschiedlich stark genutzt. Die Anhörung hat gezeigt, dass gewünscht ist, dass diese Möglichkeit auch explizit im Gesetz genannt wird, um allen Beteiligten mehr Sicherheit zu schaffen. Diesem Wunsch der Präsidium sind wir nachgekommen. Damit ist aus unserer Sicht auch der Antrag der Freien Demokraten überholt. Gleichzeitig entsprechen wir den Wünschen der Studierenden, dass die QSL-Mittel zur Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre genutzt werden und nicht für curriculare Angebote. Auch diese Auffassung teilen wir, und auch deshalb haben wir diese Anregung aus der Anhörung in den Gesetzentwurf übernommen. Mit unserem Änderungsantrag kommen wir damit den Anregungen von Präsidien genauso wie den Anregungen von Studierendenschaften nach. Die Anhörung des Gesetzentwurfs hat ergeben, dass die Weiterentwicklung des QSL-Gesetzes, wie von CDU und GRÜNEN geplant, auf eine breite Zustimmung trifft. Der Vorsitzende der HAW in Hessen stellt positiv heraus, ich zitiere, das ist einmal die Planungssicherheit, die es uns ermöglicht, bestimmte Qualitätsmaßnahmen im Sinne von Studium und Lehre stetig weiterzuführen. Des Weiteren begrüßen wir sehr die zukünftige Dynamisierung, die auch dringend erforderlich ist. Zitat Ende. Den Vertreter der Landesastenkonferenz darf ich aus der Anhörung wie folgt zitieren. Die grundsätzliche Idee des Gesetzentwurfs, Kettenbefristungen abzuschaffen und die stagnierende Finanzierung der Lehre anzugehen, begrüßen wir. Zitat Ende. Die Konferenz der Hessischen Universitätspräsidien schreibt in ihrer Stellungnahme, die KHU begrüßt, dass mit diesem Gesetz entsprechend den Vereinbarungen des Hessischen Hochschulpakts 21 bis 25 die bisherigen QSL-Mittel mit Wirkung zum 01.01.21 in die Grundfinanzierung der Hochschulen überführt werden soll. Zitat Ende. Die Anzuhörenden sind sich einig. Die Planungssicherheit durch die Überführung ins Grundbudget und die damit einhergehende Entbürokratisierung sind richtig. Die Dynamisierung der QSL-Mittel sind richtig. Mehr unbefristetes Personal im Bereich Studium und Lehre zu beschäftigen, ist richtig. Deshalb bitte ich Sie für die Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Eisenhardt. Nächste Rednerin ist die Abg. Wissler, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe schon in der ersten Lesung gesagt, dass wir es gut finden, dass die QSL-Mittel dynamisiert werden, dass es eine jährliche Steigerung gibt. Das ist richtig, und das ist auch notwendig. Und gerade weil es ja über das Niveau immer noch auf dem Niveau von 2018, was die Mittel angeht, das halten wir für richtig, und das war ja auch in der Anhörung unstrittig. Strittig war die Frage, wie man mit der Mitbestimmung der Studierenden umgeht bei der Verteilung der QSL-Mittel. Und da hatte ich in der Anhörung ja auch sowohl die Präsidien als auch die Präsidenten als auch die Studierenden gefragt, welche Erfahrung es denn eigentlich in all den Jahren jetzt aus der Praxis gegeben hat mit den Kommissionen. Und da wurde gesagt, ziemlich einhellig, dass die Erfahrungen ziemlich positiv sind. Das heißt also, die Situationen, die so ein bisschen theoretisch befürchtet werden könnten von Blockadehaltung oder so, gab es in der Praxis überhaupt nicht. Deswegen finde ich, die studentische Mitbestimmung hat sie an der Stelle bewährt. Und ich bin der Meinung, man hätte sie eher ausbauen sollen und nicht schwächen sollen. Deswegen hat Kollegin Sommer recht, dass die Änderungsanträge den Gesetzentwurf eher schlechter gemacht haben. Ja, das gilt auch für den Änderungsantrag der FDP, der ja nicht angenommen wurde. Und deswegen werden wir uns am Ende enthalten, weil es ist richtig, dass es mehr Geld gibt. Das reicht natürlich immer noch nicht. Die Hochschulen bleiben chronisch unterfinanziert. Und es ist auch immer noch so, dass das Grundbudget, auch der Stellenwert des Grundbudgets immer noch zu schwach ist, dass viel zu viele Mittel kurzfristig vergeben werden. Und kurzfristige Mittel führen halt nicht zu dauerhafter Beschäftigung. Das ist das Problem, das die Hochschulen eben haben. Aber deswegen werden wir uns enthalten, weil wir die Dynamisierung der Mittel und die Erhöhung natürlich absolut richtig finden. Und Sie haben ja jetzt eben, Frau Eisenhardt, ein großes
Versprechen gegeben an die Studierenden, nämlich dass sie die Demokratie und die Mitbestimmung der Studierenden bei der Novelle des Hessischen Hochschulgesetzes stärken werden. Da sind wir sehr gespannt drauf. Wenn Sie das machen, haben Sie uns an Ihrer Seite, weil wir sind auch der Meinung, dass wir da Verbesserungen durchsetzen müssen. Also warten wir ab, was da kommt. So, jetzt können Sie es eigentlich dabei belassen. Aber als die FDP vorhin ihre Redezeit nicht ausgeschöpft hat, hatte Herr Kaufmann unterstellt, sie täte es deshalb nicht, weil die Opposition keine Argumente hat. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen unsicher. Also, wenn mir jetzt keiner unterstellt, ich hätte keine Argumente mehr, dann würde ich jetzt darauf verzichten, meine Redezeit auszuschöpfen. Sehr liebenswürdig. Vielen Dank, Frau Wissler. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Dorn. Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Hochwertige Lehre ist eine unserer wesentlichen hochschulpolitischen Themen dieser Legislaturperiode. Insofern kommt auch diesem QSL-Gesetz, dem Gesetz zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen der Lehre, eine sehr große Bedeutung zu. Und wir beführen diese Mittel nun zum Kern der Grundfinanzierung der Hochschulen und ermöglichen so, dass es endlich auch längerfristige Projekte und Stellen damit sehr klar finanziert werden können. Und allein das ist schon ein ganz wichtiger Baustein dafür, warum dieses Gesetz absolut notwendig ist. Die vergangenen 12 Jahre haben uns mehrere Erkenntnisse gebracht. Erstens, es braucht dieses Format, wo ausdrücklich für diesen Zweck Mittel entsprechend gewidmet sind. Und ich füge dazu, dass es eben keine Studiengebühren braucht, damit genau dieser Zweck entsprechend entsprochen wird. Zweitens, dass es ganz entscheidend ist, dass Studierende dabei ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Und ich glaube, Herr Kollege Büger, das ist der große Unterschied, wenn ich Ihren Änderungsantrag sehe, denn Sie wollen diese Mitbestimmung um 10%, also um die Hälfte, beschneiden. Und das finde ich sehr schade, denn wir wollen tatsächlich diesen Beitrag weiterhin hochhalten. Drittens haben wir die Erkenntnis, dass die Projekte, die sich bewährt haben, auch verdauert werden können und sollten und gleichzeitig auch Spielräume es geben soll für neue Initiativen, für neue Projekte. Und viertens, dass mit den steigenden Studierendenzahlen schlicht auch natürlich ein steigender Bedarf an Mitteln da ist. Und das wurde jetzt schon mehrfach gesagt, dass wir es jetzt geschafft haben, in die Grundfinanzierung das zu überführen und diese 4%ige Steigerung auf die QSL-Mittel zu schaffen, ist ganz wesentlich der Beitrag dazu, dass wir die Lehre und die Qualität der Lehre weiter erhöhen in Hessen. Und deswegen ist diese Gesetzesnovelle eine sehr wichtige Novelle. Und auch das, Herr Kollege Büger, wurde maßgeblich in der Anhörung mehrfach betont, dass das eine wichtige Errungenschaft ist. Aus meiner Sicht hat in der Anhörung der Kollege Grumbach die wesentliche Frage gestellt. Er hat nämlich gesagt, da gibt es einen relativ simplen Konflikt. Die Universitätsleitung auf der einen Seite, die hat jetzt gerade der Kollege Büger sehr betont, die sozusagen für die Betriebe und für die langfristigen Projekte die Gelder vermitteln haben möchten, um sie dann entsprechend den Betrieb zu finanzieren. Und das andere, die Studierenden sagen, mit dem neuen Gesetz werden wir ein Stück weit entmündigt. Er hat sozusagen diesen Punkt auf den Punkt gebracht und hat gesagt, was haben Sie denn für einen Kompromiss in dieser Anhörung? Er hat, glaube ich, länger auf diese Antwort warten müssen. Zumindest hat keiner am Ende den perfekten Kompromiss gefunden. Ich kann Ihnen aber sagen, wir haben sehr engagiert nach genau diesem Kompromiss gesucht. Und das ist der Unterschied. Wir sehen nämlich diesen Bereich als einen Punkt, wo wir einen Kompromiss finden müssen zwischen dem berechtigten Anliegen der Hochschulpräsidien, zwischen dem berechtigten Anliegen von längerfristigen Projekten und Dauerstellen und den Interessen der Studierenden und der, und da kann ich Kollegin Wissler nur unterstützen, die gezeigt haben, dass sie genau in diesen Beteiligungsinstrumenten sehr verantwortlich umgegangen sind, und genau diese Beteiligung wollen wir auch weiterhin haben. Und insofern kann ich am Ende mich nur bedanken für diesen Änderungsantrag, weil der noch einmal einfach präzisiert hat, dass selbstverständlich auch bei diesen 20% der Mittel für innovative Projekte es auch um dauerhafte Projekte gehen kann. Das war ein ganz wesentlicher Beitrag, den die Präsidentin Wolf genannt hat, warum sie sozusagen im Moment Probleme hat noch mit dem Gesetz. Das haben wir genau gelöst. Und insofern 20% der Mittel für die studentische Beteiligung ist aus unserer Sicht richtig. 10%, wie Sie fordern, ist viel zu wenig.
Die AfD-Fraktion, muss ich leider feststellen, hat völlig missverstanden, was dieses Gesetz überhaupt voranbringen will. Ich werde jetzt entsprechend den Hochschulleitern, die ich morgen treffe, den Universitätspräsidentinnen und Präsidenten sagen, dass aus ihrer Sicht Projekte für leere, linksgrün versiffte Projekte sind. Das finde ich absolut schade, dass wir in so einen Bereich gekommen sind in dieser Gesetzeslesung. Denn tatsächlich, was wird denn mit diesen Projekten gemacht? Da werden Projekte auf den Weg gebracht, die die studentische Lehre ständig und kontinuierlich verbessern. Und das am Ende ist unsere Zukunft. Hier geht es um die jungen Menschen. Ich habe Ihnen genau zugehört. Hier geht es um die jungen Menschen, die wir an den Hochschulen haben und die es verdient haben, dass sie eine gute Lehre erreichen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin. Wir sind damit am Ende der Aussprache zur zweiten Lesung angelangt. Der entsprechende Aufruf und die Abstimmung erfolgt dann im Abstimmungsblock. Wir sind jetzt insgesamt am Ende der Tagesordnung angelangt.